nicht übel. Die einfache Dreifachschlag-Kombo kannst du auch in der Luft ausführen. Weiter geht's, Poncho. Gefahrenzulage? Dieser Nanjo hier schlägt wie ein Mädchen, wie ein Miezekätzchen, ne? An die Arbeit jetzt. Mit und führst du einen Luchador-Lift aus. Damit kannst du deine Kombo in der Luft fortsetzen. Oh wei. Ha, zählte trotzdem. Mit und führst du einen Hähnchenhaken aus und fliegst mit deinem Gegner in die Luft. Ja, Poncho ist der Beste. Verbinde jetzt Luchador-Lift und Hähnchenhaken zu einer mächtigen Kombo. Ja, mach nochmal. Yay. Oh. Ja. Noch Menno. Wie soll ich das denn hinkriegen? So, gekonnt ist gekonnt. Ausgezeichnet. War das nicht einfach? Vögel im Zimmer rumfliegen? Wie kannst du nur über meine Flugunfähigkeit spotten? Nach allem, was ich für dich getan habe, verschwinde. Sorge dich nicht um ihn. Er ist ziemlich melodramatisch. Du scheinst bereit zu sein für deine künftigen Herausforderungen. Kalakas Bande wollte zum Tempel. Einige Leute hörten sie von einer dunklen Zeremonie sprechen. Beeil dich lieber, wenn du sie aufhalten willst. Oh, und komm wieder zu mir zum Trainieren. Oder bist du ein feiges Huhn? Schnell raus. Was starrst du so? Glaubst du, du kannst dich über El Bueno lustig machen? Das Lachen wird dir vergehen, wenn ich einen Spezialtrick loslasse, die Klospülung. Welch Glück für dich an einem Tag wie diesem, dass du mir begegnest, dem großen Senor Amor. Man könnte sagen, ich liebe es, meine Gegner zu breit zu schlagen. Sei gegrüßt, Luchador. Ich bin Las Teclas del Mayo. Del Majo, Entschuldigung. Wenn ich im Ring stehe, siehst du reine Magie. Ich bin Hernando. Mir gehört die Kneipe hier, Hernandos. Die Bar ist gerade wegen Renovierungsarbeiten im Keller geschlossen. Aber schon bald mache ich wieder auf. Und dann gibt es ein Spezialangebot. Luchadores bekommen 50% Rabatt. Ich habe beschlossen, Amateurschatzsucher zu werden. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas finde. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, zu den Hühnchen. Oder?
Kein Hühnchen? Ganz recht, kleines Huhn. Ich bin nur ein lebloses Objekt. Nur ein wenig näher. Dieser Mais auf dem Boden sieht lecker aus. Oh je, du hast es verscheucht. Was guckst du so? Tut mir leid, ich war nicht immer so ein übler Olmekenkopf. Früher hatte ich meine Olmekenbrüder, aber sie verstreuten sich über die ganze Welt. Findest du einen von ihnen, kann er dich wieder zu mir teleportieren. Regentempel. Da stand eine Kiste. Ich weiß. Hey, langsam, warte mal. Willst du in den Tempel gehen? Ich war gerade dort und glaub mir, das willst du dir ersparen. Kreaturen sind aus dem Nichts aufgetaucht und ich schwöre, ich konnte kurz die Welt der Toten sehen. Ich habe gerade so überlebt. Außerdem hat sich der Tempel verschlossen, als ich ihn verließ. Ich weiß also nicht, wie du überhaupt hineingelangen willst. Kein Problem. Wie ist das denn? Nein, und der Knochen hat mich trotzdem getroffen. Ich bin extra noch weggelaufen. Das ist doch nicht wahr. Oh doch. Meine Güte, wer kommt denn da? Ist das der mächtige Luchador, von dem Javier sprach? Anscheinend hat er das Beste verschwiegen. Ah, Luchador, mach dich mal locker. Ich vermute, du suchst nach Kalaka. Er ist mit Flammengesicht und dem Mädchen abgehauen, um seine Zeremonie vorzubereiten. Vielleicht könntest du ja etwas Spaß mit mir haben, anstatt sie zu verfolgen. Bam. Keine Wirkung. Wenn wir uns wiedersehen, hast du vielleicht meine Aufmerksamkeit verdient. Aber jetzt ruft Kalakas Haustier, der Albri, nach mir. Was weiß ich, wie der heißt. Er ist einsam und braucht ein paar wirklich heftige Streicheleinheiten. Diese Doppeldeutigkeit. Aluxus, wir haben einen Gast. Bitte macht es ihm bequem. Oh oh. Nicht, ne? Nein, jetzt geht das wieder los. Ja, das Gespräch, das kann man zum Glück überspringen.
Ja, du musst mitkommen. Und jetzt. Später. Komm mit. Erst durch diese Tür. Ach, da ist er ja. Mein Freund, das Haustier. Also, das ist das Haustier. Ah, der stört sich nicht dran. Wir müssen zusammenarbeiten. Nein. Erst den gelben, dann den anderen. Nein, ich bin tot. Biest sollte mal ins Bett. Ja, machen wir nachher gleich. Den, das Haustier, das machen wir noch. Und dann war's das Folge. Wenn wir bis dahin kommen. Irgendwann. Jetzt. Das ist auf mich allein gestellt. Warum denn in die Ecke? Ich mach den Dingsbums. Toll. Nein, ich bin tot. Geht das schon wieder so los? Du hast ihn nur weggenommen. Wollte dem gefallen. Das war ein schlechter Gefallen. Tut mir leid. Ich bin da aus dem Gefallen.
Nein. Halt durch, hat nicht funktioniert. Ich wollte ihn nur schnappen, das ging nicht. Mach erstmal den. Ah, das ist so ein... Die sind ja wohl nett, also... ich hab mich ausgepowert. Hilfe! Ja, wir schaffen das. Schmeiß ihn umher, wenn du schaffst. Oder noch 3 Sekunden überleben. Das gibt's doch nicht. Dieses Haus hier. Ach naja, der tut ja sowieso nichts, aber. Der beißt nicht, der trennt sauber ab. Ne? Heilige Guacamole. Kumpel, warum hast du meine Schuso-Statue einen Ast kaputt gemacht? Das war mein Ast, Mann! Wenn du das nächste Mal eine neue Kraft suchst, dann frag einfach, Mann. In Ordnung. Zeit, dir einen Move beizubringen, den du gerade von dieser Statue erhalten hast. Ich nenne ihn den Ziegensprung. Ganz einfach. Drücke, wenn du an der Wand bist, um einen Ziegensprung auszuführen. Meine Freunde meinten, ich sollte diesen süßen Move den Wandsprung nennen. Das hat sich jedoch nicht zickig genug angehört. Go Jump! Olé! Juhu! Ich muss doch sagen, wenn du so einen Lärm machst. Ja, das ist nur wieder drücke in die Richtung. Ja. Wecke den Tiger in dir? Wenn's doch nur der Tiger wäre. Geh mal. Ne? Ja. Nein. Jetzt. Nicht die schönen Sachen hier. So.
Oh nein. Du auf die andere Seite. Yay. Im Alleinfall ist das eigentlich recht schwierig. Aber... Yay! Teamwork, ja! Oh nein! Ich bin auch tot. Toll. Gegner am besten da hinten rüber. Ach, das geht nicht. Ich bin tot. Komm schon. Nein. Ja, GG. Nein. Ja, ich überlege noch. Nein! Oh, Leute! Nein, halte durch, bitte, roll dich oder mach was, weiß ich nicht. Du hast kein Risiko, noch eine Sekunde. Ja, nein, nicht er, nicht er. Nein, 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 nein. Warum denn er? Warum denn jetzt? Warum an diesem schönen Tag? Alter! Oh, zum Glück. Nein! Ich werd nicht mehr. Alter! Ja. Ich bin auch. Alter! Du musst zurückkommen. Oh, nein, es war so knapp. Es war so knapp, ich will nicht mehr. Ah, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Geht alle weg von mir. Ich bin schon wieder tot. Ist das traurig. Drei Sekunden. Oh. Glück.
Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, ach. Was glaubst du, was ich hier mache? Der Chat ist total langsam. Ja. Sorry, habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, es war ja keiner mehr. Ich bin tot. Ich versuche am Leben zu bleiben. Scheiße. Och nein. Ach, du lässt mich doch. Ja, ich hätte den Controller an die Wand gepfeffert. Geht leider nicht, sonst hört mich keiner mehr. Ja, ich wollte den einschneiden. Ich versuch's. Rolle! Ich warte hier. Komm! X! Nein! Überleb das! Was? Hallo, kommst du mal zu mir? Alter! So, und jetzt haben wir ein Problem. Die anderen Viecher, die sind das Problem. Ja, es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ja, ich meckere ja nicht mit dir, sondern ich meckere mit mir, weil ich so dämlich bin. Ich mag mich nur ungefähr. Ja, man hilft mir. Ich will die doch nicht immer wieder auf diesen Haufen, wenn ich es da gerade raushole. Ich warte auf dich. Bin ja nicht lebensmüde. Huch!
Das warst du! Der Dicke? Alter, ist das hier eine Scheiße? Das höre ich nicht gerne. Nicht, wenn die so hoch springen können. Nein! Ah! Screenshot für Twitter, na toll! Rette dich mal an die Wand. Da können die nicht hoch. Wenn du in den reinspringst, während er schlägt, dann bist du trotzdem dran.